Hey, meine Lieben, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Skyrim, The Elder Scrolls. Und ja, wir müssen jetzt ein Messer finden, weil der liebe Mottenpriester kann leider die Schriftrolle der Alten nicht mehr lesen, da er erblindet ist. Könnte uns zwar auch passieren, aber hey, was macht man denn für die Zuschauer alles, ja? Und jetzt, wie gesagt, müssen wir ein besagtes Messer finden. Ich lese euch nochmal die Quest vor, damit ihr auf den Stand der Dinge seid. Nachdem feststand, dass Dexion erblindet war, benötige ich eine andere Methode, um die Schriftrolle der Alten zu entziffern und Andurius Bogen zu finden. Man schlug mir vor, die Schriftrolle der Alten selbst zu lesen, indem ich eine uralte Technik anwende, die von den ersten Mottenpriestern durchgeführt wurde. Ich bin nun unterwegs zur Lichtung der Ahnen, um die Ursprünge des mysteriösen Rituals zu erforschen. Und gesagt, getan, das machen wir. Ich muss mich erstmal wieder hier zurechtfinden. Gut, jetzt haben wir es. Hier ist der Ausgang. Aber trotzdem sollten wir wirklich Staub wählen, wenn sie schon hier eine Festung haben, weißt? Eine Hausfrau oder Hausmädchen wäre schon mal vom Vorteil. So, wo müssen wir denn hin? Da unten irgendwo. Ja, da waren wir schon mal in der Nähe davon. Mal sehen, ob wir vom Falkenring aus dahin kommen. Wäre ja möglich, oder? Ihr beschäftigt euch wohl gern mit Alchemie. Ja. Ich habe das alles nie so richtig verstanden. Es ist alles eine Sache, wo man lernen kann, mein Gutster. Oder sich sogar selbst beibringen können. So, also einfach mal in die Richtung versuchen zu gehen. Okay, da werden wir wohl kaum in die Richtung kommen können. Wir müssen irgendwie raus aus Falkenring. Hi! Euer wölfisches Grinsen macht mich etwas nervös. Riff! Wölfisches Grinsen. Wie kann man denn bitte schön wölfisch grinsen? Na? Blutiger Vampir. Hä? Wo denn noch? Aber so technisch jetzt hier Vampire angegriffen. Und habe ich noch so viel Glück, wie ich immer habe? Oder bin ich jetzt angesteckt mit Vampirismus? Nein, ich habe immer noch Glück. Bloß ich sehe jetzt in diesen hohen... Ja, da muss ich jetzt gewöhnen. Sirena. Wir trotzdem hier mal die... Vampire mal anschauen, die es wagen, mich am Tag anzugreifen. Ja, das war 1:0 wieder für Hubert Cheat. Oh shit, Hubert Cheat. So, dann wollen wir mal irgendwie schauen, dass... Wieso sind hier kaputte Wegen? Ich frage für einen Freund. Wieso sind hier kaputte Wegen? Da ist... Oh, ein Attentäter der Brockner-Bruderschaft. Und tschüss. Wie ein Attentäter der dunklen Bruderschaft. Ja, die Notiz brauche ich gar nicht durchlesen, weil das heißt, wer ja, jemand will diese arme Seele tot sehen. Der Pakt wurde beschlossen und so weiter. Wieso ist... Hier sind kaputte Wegen und ein Skelett. Was? Anpassungskristall. Meines Brief. Begonnen verschollene Legenden. Okay, den Brief möchte ich mal lesen. Da bin ich jetzt neugierig. Weines Brief. Der müsste irgendwo unten sein. Nimm den an.
Ich würde gerne den Brief lesen. Inhedos. Die Berichte sind wahr. Seelenschutz und Seelendonner singen. Sie schicken ein Signal an jeden, der zuhören könnte. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ich weiß warum. Die Werkzeuge sollten ausschließlich bei Numdium verwendet werden. Da scheint es sinnvoll, dass sie Morrowind niemals verlassen dürften. Um dies sicherzustellen, hatte Karkrenak bestimmt ein Schutzsystem verwendet. Im Fall eines Diebstahls würden im ganzen Tamriel Drohnen aktiviert, die Werkzeuge zu bergen. Die Drohnen würden die Gegenstände dann in einer Gewölbe lagern, bis ein Ladrachikt sie abholt. Wie ich vermutet hatte, reichte diese Information einigen der Hauptmänner, um uns zu verraten, um einen anderen Weg einzuschlagen. Sie interessieren sich nicht mehr für die Artefakte oder den Auftrag. Sie sehen die Fracht als eine Todesfalle an und ergreifen Maßnahmen, um sie zu entladen. Eure Karawane war vielleicht davon ausgegangen, die Werkzeuge zu transportieren. Doch Sadras und Halan hatten sie ausgetauscht, bevor sie überhaupt nach Weißlauf kamen, um sie die Bergungsdrohnen übergeben. Zum Glück konnte ich die Drohnen bis zu einem Gewölbe in der Nähe von Winterfestel zurückverfolgen, das die Einheimischen das bodenlose Loch nennen. Außerdem habe ich herausgefunden, dass sich mit einem Anpassungskristall öffnen lässt, den ich diesen Brief beigefügt habe. Da ich keine Kriegerin bin, möchte ich mich ohne euch nicht dort hineinwagen. Hoffentlich erreicht diese Nachricht eure Gruppe noch rechtzeitig, da ich weiß, was wir ähnliche Ansichten haben. Als Gelehrte möchte ich, dass die Artefakte an meinen Meister ausgeliefert werden. Und ihr wart schon immer jemand, der von seiner Pflicht nicht davonläuft. Ich vertraue darauf, dass ihr mit eurer Mannschaft nach Norden zurückkehren und diese Scharte auswetzen könnt. Genü. Oder Weilene. So. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies hier. Ja. Okay, haben wir noch eine Quest angenommen. Wir gehen aber jetzt auf unsere Hauptquest trotzdem nicht ab. Schon wieder Vampire, oder was? Oder sind das die Hochelfen? Weil die so da in der Mitte stehen. Farmer und nochmal Farmer. Es sind Drachen unterwegs, Reisender. Seid gewarnt. Ich weiß, ich war in Helgen. Dann habt ihr sie auch gesehen. Wir haben unser Heim verloren, unser Vieh. Wir haben kaum genug Gold, um über die Runden zu kommen. Ihr bitte Wechselgeld geben. Danke. Seid auf der Hut und vergesst nicht, unterwegs den Himmel im Auge zu behalten. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ja, ich gut. Das führt aber auch nicht zu dem, wo wir hin müssen. Das führt eher zu dieser alten Ruine. Schattengipfelturm entdeckt. Ich brauche erstmal wieder ein paar Seensteine. Aber ich glaube jetzt... Ja. Das war ein einzelner Zwillingsmatrone. Alles klar. Sonst ist aber hier nichts wirklich von Bedeutung, oder? Nee, ich sehe hier nichts, womit ich jetzt was anfangen könnte. Gut. Wie komme ich jetzt darauf? Ist jetzt die Frage. Ich bin ehrlich, ich hapere ein bisschen mit mir selber, ob ich nicht doch noch ein paar weitere Nebenmissionen einfach mache. Zum Beispiel jetzt die mit diesem Lager, das wir jetzt da hinten gefunden haben. Weil es sind ja auch Quests dabei von den Anniversary Edition. Ja, ich sehe euch doch. Und die haben uns gesehen.
Wieso wieso zieht der eigentlich immer verschiedene Pfeile, bitte? Wer ist da? Serena! Alter, wenn die sich nicht mehr bewegen, täten wie so Ameisen. Deswegen kann ich NPC-Begleiter nur... Das ist der einzige Grund, warum ich Begleiter nicht mag. Der einzige Grund. Weil die immer nichts von Schleichen halten, die greifen frontal immer an. Wieso ein... Kessel. Soll das so ein leicht angehauchtes Easter Egg sein von Asterix und Obelix? Operation Hinkelstein oder was? Wäre ja möglich, oder? Na. Wo ist hier Mr. Pets? Da hinten ist er. Du blödes Viech jetzt. So, jetzt will ich aber trotzdem... Entschuldigung, Bären sind eigentlich schöne Geschöpfe, aber hier hat der Bär gestört. Dann binde mir doch einen Bären auf. Oh, den habe ich gut erwischt. Ja, Dietrich nehme ich trotzdem mit. Sonst ist hier... Ja, Langbogen. Muss trotzdem irgendwie da hoch. Nur die Frage, wie komme ich da hoch? Wenn ich jetzt einfach mal hier versuche, da hinzukommen. Ja, als versuchen... Kann man es ja mal, oder? Außer, ich stecke hier fest. Alter, da hätte ich, wäre ich in Real Life drüber gestiegen, wenn ich etwas fitter wäre. Ja, guck mal, wir sind ein Katzenmensch, dann müssen wir ja vom Fels zu Fels eigentlich springen können, oder? Aber nein, unser Katschiert hier, ja, keine Ahnung. Wie der letzte Mensch, kann ich ja nicht sagen. Der ist ja kein Mensch. Das ist jetzt schon wieder. Aber was wollt ihr jetzt hier? Ey? Wieder Schläge oder was? Das war schon. Was sollte das jetzt werden, wenn es fertig ist? Ja, eine Sache müssen wir ja noch machen. Ich weiß, es sind jetzt keine Gegner da, aber wir haben es ihnen ja versprochen. Ich will ja den Dunvarin. Hier ist er nochmal. Ach, das war ein Schrei, stimmt. Drachenfall, Drachenruf. Ich will ja den Odavin seinen Gefallen tun. Wenn jetzt wieder Gegner angreifen sollte, dann soll er uns ja helfen. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich nicht viele Gegner wären. Aber einen Drachen, der so reingelegt wurde. Alter Schwede, also da wäre ich echt pissig. Ja, ich glaube, jetzt sind wir ich hoffe mal auf den richtigen Weg. Irgendwie muss es ja auf dem normalen Weg da hochgehen.
Keine Feinde in Sicht. Alles gut. Also sobald diese aufgestapelten Steine da sind, heißt das immer, man kann dort eigentlich ganz normal hochgehen. Normal ist relativ. Lichtung der Ahnen entdeckt. Ja, das ist eine Lichtung in der Höhle. Ja gut, komm. Und wo ist er jetzt? War das der falsche Schrei? Hör meine Stimme, oder scheine, ich rufe dich, habe in meiner Zeiten der Not. Hä? Hier muss es. Ja, hier muss es, und da verstehst du bei mir. Alles klar, Serena. Wenn ich schon Moos mitnehmen kann, dann nehme ich das mit. Ihr will. Nicht sonderlich beeindruckend, oder? Wenn dieser Ausflug umsonst war, werden euer Freund Dexion und ich nach unserer Rückkehr ein paar ernste Worte zu wechseln haben. Oh oh. Wenn das Serena sagt, dann hat es was zu bedeuten. Dann ist Polen offen, wie man so schön sagt. Mal da irgendwie hoch. Da. Könnten aber hundertprozentig wieder Zweiklinge sein. Deswegen nehme ich mal meine Axt. Ihr habt meine Axt. Ihr habt meinen Bogen. Ihr habt mein Schwert. Na, von welchem Film kommt das? Oh, jetzt wird es hier ein bisschen grünlich. Wow. Das ist beeindruckend. Also ich glaube nicht, dass hier... Sieht euch nur diesen Ort an. Hier ist seit Jahrhunderten niemand gewesen. Mit Sicherheit, ja. Ich bezweifle, dass es in ganz Himmelsrand einen Ort wie diesen gibt. Es ist wunderschön. Ja, jetzt auf einmal sagt sie es, weißt? Erst das Ganze niedermachen, den Mottenpriester drohen... Und dann, ja, oh, ist das schön, oh, oh. Messer des... ja, ich hab ihn gefunden. Schau weg, ich kann nicht, wenn du zuschaust. Gesagt hat. Seht sie euch an. Sie haben euch definitiv ins Herz geschlossen. Juhu, ich hab Freunde. Wenn ich mir das nicht einbilde, beginnt ihr zu schimmern. Soll das jetzt eine Anspielung auf Twilight sein? Nein, ich heiße nicht Edward. Oder wie er heißt. Keine Ahnung. Alter, das wird ja immer mehr. ich hoffe, die sind nicht Menschen, katzenfressend. Weißt du, ja, wir sind süße kleine Schmetterlinge. Motten. Okay, es sind Motten. Und dein Fleisch eignet sich ganz gut, um unsere Eier da reinzulegen. Also, oder sowas in der Richtung. Jetzt machen wir doch ein bisschen Sorgen. Ich fange an zu schimmern. Ich heiße nicht Edward. Nein. Wo sind denn noch welche? Ich verliere den Überblick.
Wo sind denn noch welche? Ach, da hinten. Ach, da hinten. Ich fühle mich komisch. Ich glaube, das könnte genau das sein, worauf wir gewartet haben. Gehen wir zurück nach oben. Vielleicht können wir die Schriftrollen ja lesen. Betritt die Lichtsäule und lese die Schriftrolle der Alten. Oh oh. Jetzt habe ich doch ein bisschen Bedenken. Nervös? War das die falsche Schriftrolle? Frag für einen Freund. Alter, das ist nicht gesund. Ich kann mich nicht bewegen gerade. Da oben links hat sich ein Symbol Alter. Alles in Ordnung? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Keine Sorge, mir geht es gut. Ich habe diesen verfluchten Schriftrollen nie getraut. Wer weiß, was diese Dinger euch angetan hätten. Seht euch doch nur Dexion an. Und Auriels Bogen? Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Es befindet sich an einem Ort namens Schwarzfallhöhle. Dann ist es fast vorbei. Wir können diese lächerliche Prophezeiung endlich aus der Welt schaffen. Wo liegt diese Schwarzfallhöhle? Die Schriftrollen verrieten mir seinen exakten Fundort. Dann lasst uns jetzt aufbrechen. Ich will dort ankommen, bevor mein Vater die Gelegenheit hat, uns aufzuspüren. Ja, okay, dann sage ich mal an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis bald und auf der gegenüberliegenden Seite hier kommt ihr zur Two Worlds Epic Playlist. Ein auch sehr geiles Let's Play. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis dabei sein, kleiner Cliffhanger.